Jo, was geht ab, meine Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherkin. Im heutigen Video schneide ich ein Buzzcut mit einer ganz einfachen Fade-Variante, wo ich nur den 3mm Aufsatz verwenden werde. Ich wollte dieses Video schon viel früher online stellen, aber ich habe in der letzten Zeit echt viel zu tun, deswegen auch meine Inaktivität auf YouTube. Cherkin Barber, he's so fresh. Bringing dope men's hairstyles. New products unboxing. You gotta check it out right now. Clippers with the black glove. Cherkin Barber, what's up? Ey! So, als allererstes trimme ich sein komplettes Deck auf 10mm runter. Hierbei führe ich den Clipper in verschiedenen Richtungen, um wirklich jedes Haar zu erwischen. Aber ich muss echt sagen, dass die Aufsätze vom Bal so ab 6mm nicht mehr so präzise sind, weil die Zähne der Aufsätze zu lang sind. Also das ist meine Meinung. Oder was sagt ihr? Als zweiten Schritt ziehe ich mir die erste Guideline in circa der Mitte des Profilbereiches mit dem Trimmer. Und am Hinterkopf fällt es leicht ab. Die Haare unter der ersten Guideline trimme ich dann einfach weg. Und jetzt ziehe ich mir noch eine Guideline unter der ersten Guideline mit dem Shaver. Aber ich lasse zwischen den beiden Guidelines circa einen halben Zentimeter Platz. Anschließend shave ich die Haare darunter weg. In diesem Schritt verblende ich die Haare unter der ersten Guideline. Hierfür verwende ich wieder meinen Trimmer. Am besten dreht den Trimmer so um, wie ich im Video zeige, und zieht die Kopfhaut leicht hoch. So erwischt der Trimmer besser die Haare und verwendet auch eine Fade Brush. So, ab jetzt verwende ich meinen Clipper und ich habe einen 3mm Aufsatz drauf. Ich stelle den Hebel auf Close, also komplett auf 3mm, und schneide ca. 1,5 cm von der ersten Guideline hoch. Es ist eine echt einfache Technik, die ich hier zeige, da mir einige von euch auf Instagram schreiben und mir sagen, dass sie keinen 1,5mm Aufsatz haben, also hier der Beweis, dass es auch ohne 1,5mm Aufsatz geht.
In dem Schritt verblende ich die Haare unter der zweiten Guideline. Hierfür stelle ich als allererstes den Hebel des Clippers auf Open, dann auf Halfway und zum Schluss auf Close, um die allererste Guideline zu verblenden. Geht hier richtig aufs Detail, um alle Kanten zu verblenden, und vergesst eure Fade Brush nicht, um abgeschnittene Haare abzubürsten, die euer Ergebnis verfälschen können. Jetzt habe ich den 3mm Aufsatz wieder dran gemacht. Diesmal stelle ich den Hebel auf Open und schneide von der zweiten Guideline wieder ca. 1,5 cm hoch. Ihr seht ja, dass die zweite Guideline noch sichtbar ist. Die schwäche ich jetzt mit Halfway ab und dann noch mit einer Zwischenlänge von Halfway und Close. Das mache ich so lange, bis alles miteinander verblendet ist. Wenn die Guideline dann immer noch zu sehen ist, stellt den Hebel auf Close, aber geht da nur leicht drüber. In dem Schritt verbinde ich den Fade mit dem Decker mit Hilfe der Clipper-Überkamm-Technik. Ich gehe nochmal über das Ganze, um wirklich alle Kanten zu verblenden. Diesen Schritt mache ich normalerweise mit dem 1,5 mm Aufsatz. Und als vorletztes noch das Line-Up. Hierfür ziehe ich ihm die Konturen an der Vorderkopfpartie und Tampelbereich sauber mit dem Trimmer nach. Ich kämme nach jedem Schritt alles wieder runter, um jedes Haar zu erwischen.
Jetzt bereite ich die Haut für den letzten Schritt vor und trage ihnen ein Rasiergel auf diese Stellen auf, um Hautirritationen zu vermeiden. Zum Schluss ziehe ich alles mit einer Schabette nach, um ein noch sauberes Ergebnis zu erzielen. Verwendet immer eine neue Klinge beim Kunden, denn Sauberkeit ist alles in unserem Beruf. Und das ist das komplette Ergebnis, Freunde. Ich hoffe, ihr konntet auch bei diesem Video euch ein paar nützliche Tipps holen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder hinterlasst mir einen Kommentar unter dem Video. Ich lese mir alles durch und versuche allen zu antworten. Folgt mir auch auf Instagram oder Facebook, ihr findet die Links in der Infobox. Ich wünsche euch wie immer maximale Erfolge und bleibt fresh. Chirkin' Barber, he's so fresh. Chirkin' Barber, what's up? Ayy.